Hallo und herzlich willkommen zurück zu Founders Fortune. Alle wollen was von uns haben. Ja, wir haben in der letzten Folge unseren Bärtiger vor dem sicheren Tod gerettet. Wir haben nämlich einen Elixier der Jugend kaufen können. Es war super teuer, es hat über 1000 Münzen gekostet, aber es war mir egal. Denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wir sie so jetzt alle auf das Schiff bekommen. So, ich will jetzt keinen Streit mehr mit irgendwem und deswegen machen wir jetzt einfach alles, was die wollen. Wir können im Notfall einfach mal noch eine, hier können wir alles einmal herstellen. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt dennoch ja, hier unten so ein bisschen weitermachen. Das muss man dann mal gucken, inwieweit wir das dann nochmal groß erweitern. Das letzte Mal sind sie ja hier gelandet, die Piraten. Vielleicht landen sie das nächste Mal hier. Ja, dann können sie unseren Friedhof zerstören. Oh mein Gott, welche Katastrophe. Sie werden ihre eigenen Leichen ausbuddeln. Wir haben gerade irgendwie niemanden, der kocht. Aber tatsächlich brauchen wir ja Kartoffeln. Haben wir Milch? Apropos, wer ist ein Tierlieb von euch? Irgendeiner Tierliebhaber, Helena, aber das ist gerade ungünstig. Das ist jetzt auch nicht so. Bist du Tierlieb? Du hast aber auch nicht genug Punkte, ne, um Tierlieb zu werden. Tierliebhaber, doch. So, pass mal auf, Matthias. Du kannst mal hier anfangen, dich so ein bisschen ums Tier zu kümmern, weil ich glaube, sonst fängt es wieder an hier. Genau, pass auf, das machen wir so. So, der Matthias, den machen wir jetzt wirklich zu einem Bauern. Wir haben allerdings nur die Meisterbauerkleidung, okay. Da schaffen wir mal schnell Abhilfe. So, genau. Das ist Frederiks. Haben wir noch eine Gießkanne? Ne, wir haben auch keine Gießkanne mehr, okay. Da ist die Holzwerkbank. Genau, das machen wir jetzt dann auf alle Fälle. So, und der Matthias soll jetzt hauptberuflich dann zum Bauer werden. Und Hauptaugenmerk bei ihm ist tatsächlich das um Tiere kümmern. Das, genau. Und Apfel ernten, die Baumwolle, das überlassen wir den anderen, aber der soll sich hier wirklich um die Tiere intensiv kümmern. Der Alex macht gerade die, genau, die Heiltränke. Das ist auch sehr gut. Kartoffelpuffer hat das Kristalllager ausgebaut. Das ist auch sehr gut. Okay, 62 und dann kannst du noch einmal. Genau, super. Okay, wir brauchen nicht mehr so viele Kristalle, theoretisch. Wir können das bei den Tikis halt verkaufen, ne? Das ist so ein bisschen, klar, die werden nicht viel bringen, aber ich würde sagen, ja, was brauchen wir jetzt noch? 13 Stück brauchen wir noch, das ist schon echt viel, ne? Aber gut. So, Thomas, sehr gut, Arzt, wir können mal, dass du Bier brauchst, um verletzte Kolonisten kümmern auf gar keinen Fall. Genau, dann machen wir das einfach so. Ich denke, das ist eigentlich ganz eine ganz gute Sache, ne? Beziehungsweise, Thomas, du könntest eigentlich jetzt tatsächlich mal für den Kampf trainieren, falls doch nochmal was kommt, dass wir dir auch eine gute Rüstung verpassen können. So. Okay, ja, Tomaten, sehr schön. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass man die Tomaten nicht zu irgendwas anderem weiterverarbeiten kann. Es gibt ja so Kürbissuppe, warum gibt es nicht irgendwie Gemüsesuppe oder sowas, ne? Damit man nicht nur die gebratenen Tomaten machen muss. Von denen haben wir dann halt einfach auch schon wahnsinnig viele, aber gut, ja, ich erhöhe das hier auch gerne nochmal. Soll ja kein Problem sein. So, Erdbeeren haben wir wieder 142, krass, ne? Genau, ich freue mich jetzt dann auf den Sommer, wenn dann die Kartoffeln gemacht werden. Ich glaube, es wäre durchaus sinnvoll zu sagen, dass man im Verhältnis, im Mengenverhältnis 2:1 Kartoffeln Tomaten macht. Also doppelt so viele Kartoffeln wie Tomaten, weil Tomaten braucht man eigentlich gar nicht so viele. Kartoffeln hingegen braucht man wirklich für viele andere Gerichte. Nicht nur für die Bratkartoffeln.
Und ja, ich glaube, das kann man irgendwann mal, ja, kann man mal schauen, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf behält. Okay. So, weiß nicht, warum du die Steine abbaust und nicht die, die mitten im Dorf sind, aber hey, das ist ja, ne? Was soll's. So, jetzt lassen wir das hier einfach mal alles so ein bisschen laufen. Frederik hat 9 Punkte, leider einen Minuspunkt, das ist aber nicht so schlimm. Konstantin hat noch gar keinen Punkt. Neidisch auf Raum von Bertie, okay. Schrecklichen Witz gehört, schlechte Konversation. Naja, den lassen wir erstmal so ein bisschen... Kumpel mit Bärtiger, okay. Der macht, glaube ich, gerade Haier, ne? Ja. Naja, gucken wir mal, wie sich das dann so ein bisschen entwickelt. Okay, dann schauen wir doch mal kontaktieren. Wann kommt ihr? 4 bis 5 Tage, okay. Ein Geschenk würde ich euch tatsächlich überreichen. Wir geben euch mal eine Kuh. Sava, Carola. Meine Mama heißt Carola, ist ja witzig. Fritz. Und da hinten ist noch der Stefan. Okay. Ja, Carola, jetzt bist du hier die Mutti, ey. Carlo, Roswitha und Anton. Wäre halt die Überlegung, ob man sagt, man nimmt nochmal eine weibliche Kuh dazu. Die Carola ist auch noch ein Kind. Also es dauert tatsächlich auch noch ein bisschen. Ja, das können wir eigentlich machen, zähmen. Genau. Lieber gucken wir, dass wir von den Männchen dann eins hergeben. Kilian. Das ist ein bisschen schade, dass die sich nicht untereinander... Ach, die sind schon gestorben. Oh! Okay. Wer hat denn gerade nicht so viel zu tun? Der Thomas, der trainiert halt, ne? Aber eigentlich ist es nicht schlimm. Schlachten. Tu mal die Kühe schlachten. Okay, hier Siegfried und Roy, Antonia und Nadine, okay? Naja. Ja, das passt schon. Das ist in Ordnung. Wir haben ja relativ viele Tiere eigentlich. Muss man mal gucken. Vielleicht dezimieren wir das doch ein Stück weit. Ich glaube tatsächlich, das ist fast ein bisschen zu viel mit der... Also Schweine würde ich tatsächlich bei 4, glaube ich, wegmachen. Und Kühe, das sollte eigentlich passen. Huch, seid ihr schon wieder ausgewildert? Nee. Okay. Zahm. Die sehen aber alle relativ gut aus. Da bin ich ja heilfroh. Okay, gut. Alle sind gut gezähmt. Ist sehr schön. Ja, kochen ist schwierig, weil uns halt tatsächlich der Weizen fehlt, ne? Und da fehlen uns die Kartoffeln. Ja. Krass, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das irgendwann mal so weit ist, dass, ja, wir tatsächlich auf den Sommer warten, damit wir genug zu essen herstellen können. Wow. Naja. Aber Obstsalat müsste eigentlich... Ja, da können wir ja mal gucken. Was macht der Matthias? Ach, der kümmert sich jetzt darum. Das ist in Ordnung. Lou, bevor du jetzt hier anfängst, irgendwas zu gießen, weil so viele Tomaten brauchen wir eh nicht, solltest du mal die Äpfel abernten. Das wäre tatsächlich ein bisschen sinnvoller, wie die Erdbeeren, wie die Tomaten zu gießen. So, Heiltränke, da können wir ruhig noch ein bisschen was machen. Wir brauchen zwar Kristalle dafür, aber wir haben eigentlich genug. Wir haben tatsächlich genug. Da machen wir mal richtig, richtig gut. Oh, du hast genau ein Essen vom Lagerfeuer. Okay, ich weiß zwar noch nicht so richtig, wo ich das dann unterbringe. Wir könnten einfach mal sagen, dass wir das dahin machen. Warte mal. So. Und dann kommt hier unten nämlich dann das Lagerfeueressen-Gedöns hin. Genau. So, jetzt hast du den nächsten Heiltrank fertig. Dann kannst du das nämlich selber aufbauen.
Genau. So. Und dann kannst du die Heiltränke herstellen. Okay, gut. Ja, es läuft. Ne? Es läuft doch eigentlich ganz gut. Gebratene Tomaten haben wir tatsächlich 100. Caroline macht Obstsalat. Das ist supi. Der Matthias ist niedergeschlagen. Warum? Was ist los, Schnuckelchen? Schreckliche Witze gehört. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Wie wär's denn? Wir haben ja noch kein Lagerfeuer, aber hier, Feuer genießen. Dann mach doch das einfach mal. Okay, und dann können wir mal gucken, die Helena de Lou. Ach, okay, zu spät. Naja. Blöd. Aber was soll's, das ist jetzt halt so. Okay, ich würde sagen, die Madeleine, die tut mal lernen. Kann nicht Eigenschaft dumm. Echt jetzt? Das ist ja witzig. Also sie kann tatsächlich, ne, Fähigkeiten ausbauen, aber nur wenn sie es tut. Wenn sie am Bücherregal lernen will, dann geht das nicht. Okay, dann ja, für den Kampf trainieren. Kann nicht Eigenschaft dumm. Okay, Tatsache. Hehe. Ach, Spiel, du bist so wundervoll. Du bist so wundervoll. So, okay. Na dann, wir werden sehen, was sie dann so macht. Sie tut sich dann so ein bisschen langweilen. Oh, sie könnte halt aufbauen, ne? Das wäre jetzt vielleicht nochmal... Das können sie eigentlich machen. Dann machen wir so, dass die mit Lehnen so ein bisschen aufbaut. Okay. So, ihm geht es wieder viel, viel besser. Das ist super. Eine enge Freundschaft zu Alex. Der Alex ist hier hinten. Der muss jetzt aber erstmal ausschlafen. Alex verzweifelt ein bisschen daran. Sieht schon cool aus, ne? Wie sie dann da so... Hokus pokus. Mit den ganzen Notizen. Okay, also ich brauche ein bisschen Brennnesselsaft und ein bisschen Kamillentee und ein bisschen was von der Pfefferminze und dann Hokus pokus. Über einem Kristall Licht eingefangen und dann wird das schon. Oh mein Gott, wie cool. Ja. Ach schön, herrlich. So. Es ist Sommer. Oh Gott, ja, endlich. Gut, weißt du was? Du machst jetzt einfach auch mal den Bauern. Und kümmerst dich einfach ums Bewirtschaften der Felder und Äpfel. Genau, so. Du machst das auch so ein bisschen. Huch, wer ist denn das? Ach, der Lu ist auch. Mensch, Lu, steht dir gut, deine grauen Haare. Toll. Genau, dann machen wir auch einfach mal so ein bisschen um Tiere kümmern, Essen kochen, ne? Das ist, Caroline macht hauptsächlich Essen kochen. Die Äpfelernten brauchst du jetzt eigentlich nicht mehr. Und dann gucken wir mal. So, ihr Lieben, auf geht's. Los, los. Wir brauchen Weizen. Wir brauchen Kartoffeln. Und dann, wir schauen jetzt mal, wie lange es dauert. 2 bis 3 Tage, okay. Oh, was wir probieren könnten, wir haben nämlich ein Schaf zu viel. Wollt ihr vielleicht ein Schäfchen haben? Nee, die würden lieber eine... Also Kuh und Schwein nehmen sie, aber ein Schaf nicht. Blöd. Ob sie mir jetzt die Carola wegnehmen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, ne? Mal gucken, wen sie jetzt genommen haben. Fritz, Stefanie, Carola ist noch da. Das ist gut. Xaver, okay. Das ist in Ordnung. Jetzt okay, witzig finde ich ja jetzt, dass, die sieht doch so groß aus, ne? Oder sind die, täuscht es jetzt, dass die, weil die alle so klein sind? Irgendwie seltsam.
So, Schafe. Dann würde ich mal sagen, die Hanna ist aber weiblich. Das wäre tatsächlich wichtig. Okay, dann würde ich sagen, warte mal, Luise, Helle, Helene, Max. Max. Und Thilo. Der Thilo braucht noch ein bisschen länger. Aber wo ist denn das vierte Schaf? Das nächste Schaf? 1, 2, 3, 4, 5. Ach so, Tatsache. Max ist noch ganz klein. Hanna altert bald. Aber tatsächlich würde ich dann sagen, dass wir mal den... Wie viele Tage hast du noch? 112? 81. Okay, dann würde ich sagen, dass wir den Max schlachten, ne? Wer übernimmt das? Yep. Die ist tierlieb, ne? Nee, ist er nicht. Okay. Schlachten. Dann haben wir das nämlich schon mal erledigt. Und dann wird nicht irgendein Vieh genommen, sondern wird das genommen, was ich gerne hätte. Tut mir leid, Max. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber was soll's, ne? Das muss ja. So. Okay. Ja. Ja. Beeindrucken. Wen möchtest du denn gerade beeindrucken? Den Bärtiger, oder was? Hm, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber in 2 Minuten, 1 Minute geht's wieder besser. Das ist toll. Küche oder Backwaren. Naja, fehlen halt Kartoffeln, ne? Aber da kümmert ihr euch ja wunderbar drum. Hervorragend. Super gut. Gegossen ist auch schon. Ach, schön. Das freut mich richtig, dass das hier alles so wunderbar läuft, ne? 16. Yep. 4 kommt. Oh, der Thomas braucht. Oh! Oh! 4,8 Tage. Wir müssen tatsächlich mal gucken, dass wir ein bisschen was verkaufen. Ich habe eigentlich gar nicht so wirklich viel Zeug zum Verkaufen, ne? Wenn die jetzt die Piratensäbel nicht haben wollen, dann habe ich eigentlich echt die Hinternkarte, wie es so schön heißt. Müssen wir mal gucken. Die Meistergelehrtenrobe geht eigentlich immer, ne? Warte mal, die Meistergelehrtenrobe machen wir aber trotzdem wieder weg, weil das ist mir tatsächlich fast ein bisschen teuer, ne? Ich will ja eigentlich Geld verdienen. So. Ah ja, Kartoffelpuffer macht hier wunderbar. Sehr schön. Eisenrüstungen, machen wir wieder mal welche. Die bringen nämlich ordentlich Geld ein. Also Steine können wir nochmal machen. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen was, ne? So, und jetzt können sie eigentlich bloß noch hier durchkommen. Und da könnte man jetzt dann gucken, dass man das, das müsste man halt wegmachen und dann kann man das machen. Oh, Frederik ist erwachsen geworden. Okay. Also, er ist, oh cool, ein Tierliebhaber. Er liebt Apfelstrudel, er ist ein Schlausköpfchen, er liebt den Frühling, er hat starke Gesundheit. Er ist allerdings allergisch auf Kartoffeln. Das ist kein Problem, so viele Kartoffeln haben wir gar nicht. Wir haben 9 Punkte. Ja, was machen wir denn mit dem Frederik? Hä? Ich meine, eigentlich... Ja, ich würde sagen, ein gut ausgebildeter Arzt ist schon vielleicht gar nicht so schlecht. 2, 4 Punkte auf jeden Fall. Dann haben wir die mittlere Rüstung und zweite Schwert. Arzt und ja, dann nehmen wir auf jeden Fall den Bauern noch, ne, würde ich sagen. Oder? Ah, ich weiß nicht. Was nehmen wir denn da? Oder nochmal einen Handwerker? Kartoffelpuffer ist handwerklich. Caroline ist handwerklich. Bauern haben wir jetzt eigentlich 1, 2, 3 grundsätzlich feste. Ja, komm, wir machen das so. So, willkommen. Dann verteilen wir mal deine Punkte. Genau, mittlere Rüstung. Und dann hier die Schwerter. Oh, das, eigentlich hätten wir schwere Rüstung machen müssen. Ne? Naja, egal. So, und dann hier auf alle Fälle die Grippebehandlungen, Meister des Schienens oder medizinische Tränke. Nee, wir machen die Tränke.
Das andere kann er dann lernen. Das ist in Ordnung. So, okay. Du brauchst natürlich jetzt ein anderes Bett in Besitz nehmen. So, und jetzt machen wir das einfach mal so, dass wir das Bett da hinstellen. Ja. Oh, das ist gut. Das kommt jetzt. Das müssen wir einmal tauschen. Und dann können wir uns ja um das Haus für den Frederik müssen wir uns dann halt tatsächlich nochmal kümmern. So, Bettiger. Du müsstest mal handeln, bitte. Wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, dass der Thomas uns nicht unter der Hand jetzt. Der hat doch relativ wenig Tage jetzt gehabt eigentlich. Wie war der Lou? 42, okay. Ich würde jetzt auch tatsächlich echt die Sachen hier. Heiltränke. Okay, Schriftrollen. Das ist schön. Die Hälfte. Sehr gut. So. Wir erhalten 500 Münzen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Aber ich habe eigentlich gerade nicht wirklich was. Ja, scharf gekauft, damit wir jetzt. Oh, guck mal hier. Das könnten wir machen. Da haben wir so viel. Erhält 765 Münzen. Ja, das ist in Ordnung. So, wie geht's dir denn? Du hast Hunger. Aber ansonsten ist eigentlich alles gut. Pass mal auf, dann isst du jetzt was. Und dann gehst du nämlich jetzt dann mal zu den Tickies. Das ist total witzig. Meine Tante sagt immer Tickies zu ihren Hühnern. Ja. Ernsthaft, musste das jetzt wirklich sein? Für das bisschen musstest du jetzt echt noch was essen. So, und dann gucken wir mal, wo ist denn das Dörfchen hier? Nee, nicht zerstören. Hier hingehen. So. Riskanten Witz erzählen. Jetzt gucken wir mal, ob das fühlt sich innerlich tot. Oh, okay. Krass, wahrscheinlich ist das jetzt so ein Dauerding, dass wir ständig minus 3 haben. Okay, das hätte ich jetzt gar nicht. Darauf habe ich noch gar nicht gesehen. Ist ja krass, ne? So, was kann ein Witz erzählen? Okay, halt. Gefangen in der Vergangenheit. Ach, guck mal einer an. Wir kriegen ja mal wieder was. Das ist ja der Wahnsinn. So, ein Elixier der Jugend. Dafür opfern wir auch gerne unsere Heiltränke und gerne auch, ja, 21 Kristalle würde ich sagen. Die Kolonie zahlt nur noch 109 Münzen. Das ist doch in Ordnung, würde ich sagen. Ja, wir können so, ne? Weizen, ach, wir könnten hier sogar Weizen kaufen, ne? Aber das lohnt sich, glaube ich, nicht. So, okay. Dann fliegen wir zurück. Das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. So, Weizen säen, genau. Thomas. Ja. Ja, ja. Dann können wir hier mal einen Schrank machen für Heiltränke. Ach, wisst ihr was, den können wir eigentlich hier so ein bisschen. So. Aber dann stirbst du mir auch nicht unter der Hand weg. Bisschen blöd, aber das mit den 3 Punkten. So, warte bis zur Nacht. Das ist von Caroline, ne? Ja. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt, was da passiert, ne? So, wir haben 3 Punkte übrig, ne? Ja, dann machen wir doch einfach mal unermüdlich. Und dann spendieren wir ihr gleich noch mal ein Lieblingsessen. Von Obstsalat haben wir jetzt eine ganze Menge. Okay, gut. Na, dann warten wir einfach mal ab, was passiert, ne? So. Ach Mensch, eieieiei. Wir sind ja schon wieder so völlig über der Zeit. Ihr Lieben, war ja jetzt eine ganz entspannte Folge.
unsere Befestigung ist hier per Zickzack fast fertig. Ja, erfolgreich gehandelt. Bert, Tiger und Thomas vor dem sicheren Tod ein bisschen bewahrt. Insgesamt ja doch eigentlich relativ erfolgreich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.